Ja, generell waren die Aussagen natürlich direkt nach dem Ausscheiden, direkt nach dem Spiel, natürlich sehr emotional, weil ja, mir sowas dann schon nahe geht, weil man natürlich große Ziele hatte. Wir hatten große Ziele, wir haben uns einiges vorgenommen und sind dann halt wieder mal früh ausgeschieden und das dann natürlich so in der Summe mit 2018, dann letztes Jahr die Euro, dann jetzt wieder ein Turnier. Uns hat da natürlich schon so ein bisschen ja, Selbstverständnis, Selbstvertrauen gefehlt, gerade wenn ich andere Mannschaften angucke, wie jetzt Italien, die die Euro gewonnen haben. Ich glaube, die hatten da vor der Euro einen sehr, sehr guten Lauf, wo die sehr, sehr viele Spiele ungeschlagen waren. Auch jetzt die Argentinier hatten, glaube ich, eine ganz gute Serie. Trotzdem ist die Motivation jetzt wieder hier zu sein schon riesig. Haben jetzt natürlich andere Aufgaben vor der Brust. In ein Loch bin ich jetzt ehrlicherweise nicht unbedingt gefallen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meinen drei Kindern geschuldet, da war es schwierig, in irgendein Loch zu fallen. Da hat man andere Aufgaben. 2018 war das fast ein bisschen schwieriger. Da hat man dann nicht so die Ablenkung gehabt, wenn du da dann im Urlaub bist, dass dann viel, viel Zeit nachzudenken. Ja, man denkt trotzdem viel nach, aber nicht ganz so viel, weil man eben ja, gewisse Aufgaben zu Hause hat. Dementsprechend, ja, der Urlaub war sehr lange, vielleicht fast zu lang. Ich bin froh, dass es jetzt wieder losgeht.